Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Erfolgstipp des Tages: Fort- und Weiterbildung. Bildest du dich permanent weiter? Bist du on the way? Ist dir nichts zu viel? Wenn ich da viele Menschen anschaue, denen ist alles zu viel. Viele meinen nach wie vor, wenn sie einmal in die Schule gegangen sind, das müsste für alle ewigen Zeiten reichen. Das ist ein absoluter Blödsinn, das ist ein Schwachsinn. Wir leben in einer Welt, die sich dermaßen schnell verändert. Das heißt, das, was jetzt gut ist, ist in einer Minute, in einer Stunde, in einem Tag bereits schon wieder total überholt. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich weiterbildet. Was ist im Wort Fort- und Weiterbildung enthalten? Es geht fort, es geht weiter, ich bekomme neue Bilder, ich kann besser mich darauf fokussieren und habe dadurch natürlich, wenn ich das umsetze, auch viel, viel mehr Erfolg. Auch ich bin jetzt heute Morgen wieder auf dem Weg zum ICE, dann geht es zu einer gigantischen Fort- und Weiterbildung, Wissensforum, da freue ich mich riesig, riesig drauf, alte Bekannte zu sehen, Kollegen zu sehen und natürlich auch auf den Austausch, auf das Netzwerken, auf das, ja, sich gegenseitig einfach weiterbringen, auf den nächsten Level zu erfahren, was hast du getan, was hat der getan, wieso hat das getan, was sind die Erfolgsergebnisse daraus. Und heute Abend, wenn ich nach Hause komme, wird es sehr, sehr, sehr spät, ich schätze mal kurz vor Mitternacht, und da habe ich wieder unendlich viel Wissen, ich arbeite das nachher durch und schreibe mir einfach die wichtigsten Punkte auf. Was setze ich sofort um? Manches mache ich bereits schon heute. Und meine Partner vom Elite-Team, die sind ja heute meine Gäste. Ich nehme sie mit, darum auch für dich. Schau, dass du auch ins Elite-Team kommst. Das lohnt sich ganz einfach. Auch da nehme ich dich immer wieder mit zu ganz, ganz besonderen Anlässen, weil man kann nie genug wissen. Das ist so wichtig, dass man permanent sein Level nach oben hebt. Also Fort- und Weiterbildung als absolut wichtigstes Programm im Leben. Sag niemals, ich weiß schon alles, denn wer glaubt, dass er fertig ist, ist in der Tat fertig. Okay, ich denke, dass es 2 Minuten waren. Bis morgen früh wieder. Tschüss, bye bye und viel Erfolg mit eurer Fort- und Weiterbildung. Bücher lesen, hier zum Beispiel solche Videoclips anhören und Hörbücher. Ciao, bye bye.